Bier und Fußball, das ging schon immer gut zusammen. In Russland jetzt auch in neuer und eher ungewöhnlicher Kombination. In Sotschi gibt es nun einen Kunstrasenplatz aus wiederverwerteten Plastikbechern. Dazu hatte ein Brauereikonzern benutzte Bierbecher zur Verfügung gestellt, insgesamt 2,5 Tonnen, eingesammelt in den Stadien und Fanzonen der Weltmeisterschaft in Russland 2018. In einer Fabrik wurde der Kunststoff aufbereitet. Das Material bildet nun das rot-weiße Spielfeld der Budweiser Recap Arena.